Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks und zwar heute nicht alleine. Ich bin mit dem Bamme und dem Datasi oder auch bekannt als Mutality in einem Platoon. Hallo ihr beiden. Hallo. Das war ja sehr begeisternd. Hallo. Ja. Wir haben uns sogar schon geeinigt, was wir fahren wollen. Tatsächlich, wir fahren T7 und ich fahre meinen KV-3 mal wieder aus. Da habe ich lange nicht mehr gefahren. Bin ich gut. Live dabei. Habe ich ja selten auf meinem Kanal. KV-3. Na klar. Genau deshalb. Oh. Ich bin nicht schuld. Das ist interessant. Hauptsache drei Artis. Habe ich in den letzten Tagen sowieso gehabt. Ich hatte so viel Artis in den Teams. Das habe ich seit langem nicht mehr gehabt. Also 5 Stück. Ich bin überhaupt kein Fan, auf K0 rumzustehen. Oh, ich fahre mal 1er, 2er, 3er. Habt ihr Lust, mitzukommen? Jo. Warum haben die eigentlich einen 8er mehr? Naja, egal. Bei Wargaming. Weil wir einen 7er mehr haben wahrscheinlich. Wegen dem komischen Trollplatoon. Was das Gegnerteam hat. Nur mal ganz kurz, Mama 8 übrigens, mein WN8 Rating. Habe ich lange für gearbeitet, dass ich genau auf dieser Summe lande. Was hast du? Ich habe X2M nicht an. 1337. Ich auch nicht. Oh. Ist ja ein bisschen mager, wa? Hallo Lied, ich habe extra schlecht gespielt, damit ich da hinkomme. So. Also die rechte Seite wird relativ schnell fallen, glaube ich. Abwarten. Wenn der E75 ein bisschen was kann, dann geht das. Ihr sagt, fällt auch hier ein Jagdtiger, das könnte schwierig werden. Wobei die pushen nachher sowieso nicht so stark. Bei Angst vor den TDs. Also. Ich wollte nur vorbeifahren. Was tun die hier? Level 8 ballert erstmal voll in den Jagdtiger rein. Deine Gunny-Fische ist auch ab nochmal. Das ist ein Staubsauger halt. Vacuum Cleaner today. Ich tippe auf das Objekt und. Ja, eigentlich nur das Objekt da oben auf 1. Oder die stehen beide auf B0 oder sowas. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ah. Hauptsache, ich bin nicht so schnell weg. Bitte was? Hauptsache, ich bin nicht so schnell weg. Meiner Panzerung. Oh Gott, ich krieg das auch nicht runter. Ich muss weiter rum. Ach, fahr mal weiter. Ja. Hier ist ja nix. Ah, wir sehen noch nichts. Der Löwe. Die ES-8 geht aber auch echt... steil. Full Engage. Da haben wir einen Teaser. Wenn er noch ein bisschen vorkommt, kriegen. Oh, der Tiger, ist gerade hintergefahren. Du willst es? Da ist jetzt gerade ein Berg. Nein, nicht stehen bleiben. Was ja, fuck it. Das hat auf dich geschossen. Zugegangen. Ich sehe nur den Turm. Ladeschütze ist schon weg. Hat der Löwe dich auf dich geballert, oder? Jo. Schön, weil der Kanon bleibt nicht durch. Ich greife die mal an. Über rechts. Jo. Aber die Map auch nicht, das ist nicht das Wahre. Ach, da sind Tiger 2 hinten. Naja. Aber der steht, steht da nicht mehr, glaube ich. Ja. Hauptsache, ich hab nachher noch ein paar AP übrig. Noch 9 HP lasse ich dem stehen. Brauch halt nicht mal auf den Tiger zu schießen, ey. Wieso bist du nicht durch? Ja, weil der, so. Weil der relativ gut steht. Ja, ich bin voll eingehämmt und verschieße auf die blöde Kuppel des Löwens. Also geil. Ja, ich komm mal zurück. Nein, Amix. Das hat hier keinen Sinn. Oh, jetzt verzieht er sich der Amix wieder. Das gibt's doch nicht. Mag mir einer helfen bei dem Amix? Voll. Ja, aber Vorsicht. Ich bin hinter dir. Aber da E75 da hinten noch. Ja. Ist wahrscheinlich das größere Problem. Kommt der hier durch? Da ist er.
da glaube ich nicht vorfahren. Na klar, die B30. Ach, scheiße. Bias hat kleine Kanone. LOL. Der Elfennutze ist ernsthaft gebounced. Keine Beine voll. Herrgott. Ja, mit Elfennutze komme ich ohne Prüfung nicht durch. Das kann ich knicken. Könnten jetzt ein bisschen Hilfe von einem KV-3 gebrauchen. Ich bin gerade auf dem Weg. KV-3 ist kein D-Zug. Überleg gerade mal, wie der IS-8 da irgendwie oben rumzufahren. Steht denn da noch alles? Wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Und von oben steht das aber wirklich da. Boah, shit, von oben drauf zu rutschen. Na, wobei jetzt kann ich nicht rein. Lasst euch nicht anschießen, wenn er rumkommt, ist er tot. L75 hat uns verlassen. Also, der fährt da oben hin. Und kriegt ordentlich drauf von den TDs. Wenn die rumkommen, Rio, musst du einen Schritt zurück machen. Ja. Oder ich fahre einfach noch einen Tick nach links. Yes. Kein Schussfeld. Oh, er kommt rum. Oh, fahr zurück. Ja, der schießt auf mich. Er hat verschossen. Okay. Ah, nix. Ja, der will mich. Machen durch. Ja, toll, und ich. Okay. Ja. Jagdtiger hat geschossen. Eigentlich geht man nicht an seine Tracks ran. Er lädt mir zu schnell nach. Haltet durch, wir kriegen Hilfe von hinten vom Jagdtiger. Ja, aber da ist auch irgendwo ein Medium. Genau da. Ich bin ein Stück vor. Ich versuche ihn zu tracken, wenn ich kann, aber irgendwie. Nee, keine Chance. Jetzt am Türen kann seinen Turm nur zeigen. Vielleicht die Durchschlagskraft nicht. Ich lade jetzt auf Premium um. Er hat geschossen. Ich hab ihn getrackt. Ja, mal sehen, ob ich schnell genug bin. Nee. Nee, nee. Das wird wohl nix. Er hat geschossen. Jetzt kommt die IS. Autsch. Der tat weh. Komm mal, die macht den Centurion weg. Und es kommt auch noch ein E75, ach komm. Was? Ich bin auch noch. Ach du Scheiße, ja, Premium drin. Aber ich muss nicht schützen. Gebaut, boah, das war's. Ich lege. Nein! Warum nicht rum? Ich hab ein Disconnect oder so. Und. Lol, bei mir, ich hatte gerade so einen scheiß Neck. Oh, WTF. Ich meine, wir mussten jetzt auch mehr oder weniger irgendwie den Job der Neuner tun. Mit den Siebenern. Na gut, komisch, das war dann wohl nix. Bis der sich getrennt hat von mir, sagt, ich meine, weil die waren ja immer in einem Platoon und links war ja sowieso schon der Akteur. Die Gegner sind da auch nicht hier lang gefahren, die sind ja unten durch. Boom. Okay, das stimmt, da war unser T75 auch. Also sonst hätten die TDs da einiges mehr machen können. Gut, dann hoppeln wir mal den 8 da. Ich hab mal wieder Bock auf Löwe. Boah, ne. Beim Löwen bin ich dabei. Löwsche. Dann support ich euch doch mal. Eben die Munition wechseln. Wird's teuer. Das tut schon mal. Ist wesentlich besser. Das ist echt übel, abgesehen vom Rheinmetall. Wir haben sogar. Deutschen drüben als Gegner. Hui. Jo, Einser. Ja. Und so viel wird er ja wohl nicht kommen.
geht's. Ja, da kann ja gar nicht so viel kommen. Oder nicht so viel kommen, was uns gefährlich werden könnte. Das stimmt. Die haben keinen wirklichen AT-Finder, als ich ein bisschen halt und. Ja, der kann echt schwierig werden, weil er seine ganze Wumme so runterbekommt. Turm arbeiten kann. Genau. Und eine böse Wumme hat. Definitiv. Klingt ja schon mal gut an. Hast schon eine kassiert, oder? Mhm. Achso, du meinst wegen dem 12-Tonner, der Araki übergangen hat. Wir haben ja noch einen Leopard. Ja, der fährt hier gerade vor meiner Nase. Jetzt ist er gut. Braver Leo. So, nächster Scout ist tot. Der steht da noch. Oh Mann. Ui. Da haben sie ihn weggeschossen. Die T-44 da wäre sinnvoller gewesen. Ich meine, das ist uns, kann uns, glaube ich, ziemlich egal sein. Ach, der Leopard da unten. Weil wir so entscheidend hier sind. Oh Gott. Warum tut er das? Aber wir haben also hier schon mal. Jetzt bin ich offen. Das ist gar nicht gut. Echt? Ich drehe ein. Ihr seid jetzt auch gleich offen, wenn ihr da hochfahrt. Ich war nicht offen. Ich hab die jetzt aber aufgemacht, Tiger 2 und D26. Habt ihr die Mission eigentlich schon gemacht? Jetzt oder dürfte ich eigentlich nicht aufgehen, jetzt kann ich rüberfahren. Jetzt bin ich 85 weg. Jo, die Super Pushing Mission. Jo, ist fertig. Jetzt hab ich ihn wieder in der Garage. Das ist. Dann hätte ich es auch gemacht. Ich hab's noch nicht fertig. Aber für den Panzer hab ich gedacht, nee, machst du nicht. Ich hatte ihn ja vorher schon, hab ihn dann beim Nerf verkauft, aber jetzt hab ich ihn wieder. Ah, ich hab ihn auch beim Nerf verkauft. Guck mal, die gucken alle nicht. Ah, ich rush mal runter. Ich bin damals T24 dafür geholt. T34, ich hab halt noch ein bisschen was aufgepackt, einen Pfund. Wobei, der war im Angebot. Über Pershing hat Trapkit benutzt. Den T34 habe ich hier damals gratis gekriegt. Jetzt bist du schon da unten? Krass, ich weiß nicht, ob ich das supporten kann. Ah, ja, aber ich dachte, ich bin schon runter. Passt schon. Ey, jetzt noch. Ah! Halbe Sekunde mehr, dann hätte ich ihn weggemacht. Ja, das einzige Problem ist der Heimetall. Und die Arti. Der wird uns zerfetzen, wenn wir da runterfahren. Oh Gott. Genau das meine ich. Jetzt muss ich mich auch in den Tod stürzen, na gut. Quatsch. Oh, das ist super Pushing. Lol. Okay, es war nicht ganz so geplant. Scheiße. Ja, ich hab nicht mit dem Rheinmetall-Schuss geendet. Der war. Und mit dem Arti-Schuss. Ich komm mal mit runter. Rio, ich war rechts an dir vorbei. GW Panther, wirklich. Ja, ja, die Arti. Die rotzt echt gut rein. Fahr durch, oh, wow. Jetzt rotzt du da rein mit der Rennerin. Ja, ich muss erstmal auf die Ketten warten. Das ist der Motor im Eimer. Wusstest du gar nicht, dass der T26 so eine Alpha hat? Ja, der mit 300 reingedrückt. Oh, aber High Roll. Gut, keine gute Runde. Ach, Gott sei Dank hat der GW Panther verschossen, hey. Ja, der ist aber auch auf Zack, das ist echt übel. Dich hat er getroffen, mich hat er getroffen. Ja. War echt übel hinter dem Stein, ne? Ich dachte, ich wäre Arti safe. Links. Ja, das war unbedacht. Ja. Etwas. Kommt der T34 da, ey. Rheinmetall ist One-Hit. Ja, unser Tiger 2 hätte halt vielleicht mitfahren können und vielleicht wenigstens Backup geben können. Da wo er jetzt steht, ist er etwas. Naja. Mit seiner Panzerung nicht gerecht. Unsere Basis wird sowieso gerade aufgeräumt. Nein, ich komme nicht an ihn ran, Alter. Hast du kein Rev-Kit mehr? Also für den Fahrer? Mein Fahrer ist tot. Lol. Ich hab da, ja, das ist meine Aufnahme, Achso, da, ah, okay. Das passiert mir aber auch mal, ich hab hier eine Tasse stehen.
Und wenn ich auf den zweiten Monitor gucken will, dann schiebe ich die weiter nach rechts und dann... Wirklich? Zielt auf dich. Gut geblockt. Wird der halt weg. Jetzt hättest du halt rumfahren mit Gro. Oh! Nein! LOL! Nein, der war da drauf! Du hast kürzere Reload, holen dir. Ich bin 30, komm rum, pass auf. Ja, der eine Ton auf. Der ploppt natürlich erst auf, wenn er schießt, ey. Wie ist das eigentlich bei euch seit dem Mikro-Patch? Läuft das Spiel besser oder besser? Besser oder schlechter? Das ist mir jedenfalls nicht mehr abgestürzt, immerhin. Einmal ist es mir noch abgestürzt. Na, ich hab seit dem Patch wieder die FPS-Einbrüche. Also kurzzeitig runter, wieder hoch. Die habe ich auch, aber das ist ja normal. Nee, die hatte ich kennt davor jeder WLT-Spieler. Nicht. Das fand ich ganz gut. Davor hatte ich damit keine Probleme. Oder seit 9.0 war halt ein Patch, wo ich überhaupt damit überhaupt keine Probleme hatte. Wie viele Spiele wollt ihr jetzt eigentlich machen? Ich hätte das jetzt hier noch einen 9er und jede Menge 10er. Für meine Folge wäre es das gewesen. 16 Minuten sind das jetzt. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss und fangen gleich noch einen an. Oder so. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.